Hallo ihr Lieben, heute mal was ganz Lustiges. Ich dachte mir, ich werde heute mal ein wenig esoterisch für euch. Und ich bitte euch jetzt einfach an eine bestimmte schwierige Situation in eurem Leben zu denken. Und ich werde drei Karten aus meinem Kartenspiel ziehen und werde sie euch vorhalten und mal gucken, ob es unter den mittlerweile 220 Dienstags-Ermutigungs-Video-Mail-Empfängern drei gibt, denen das helfen konnte. Zunächst mal mische ich natürlich meine Karten und jetzt ziehe ich einfach für den ersten von euch eine Karte und habe diese Karte. So. Was sagt dir das, wenn du das in Beziehung zu der Situation setzt, an die du eben gedacht hast? Dann mische ich wieder. Diese Karten haben sehr schöne Bilder, die benutze ich ganz oft dazu, wenn wir nicht so wirklich ins Gespräch kommen können. Und dann sage ich, du kannst eigentlich jede Karte ziehen. Jedes Bild stößt irgendetwas in deinem Inneren an, so dass du über das Bild, über die Beschreibung des Bildes an dein Problem kommen kannst und gute Gedanken dazu hegen kannst. So, das wäre die zweite Karte für die zweite Person unter euch. Und jetzt mische ich wieder und schau mal, was für die dritte Person unter den 220 Video-Mails Empfängern und Empfängerinnen herauskommt. Und die dritte Karte, richtig rumgehalten, die dritte Karte, aber natürlich wieder den Finger vor meinem Gesicht gehalten, entschuldigt bitte, Kommunikation. Eine ganz wichtige Karte, Kommunikation baut Brücken zwischen Menschen. Und wenn du jetzt denkst, was hat der Micky uns denn da heute wieder für einen Quatsch erzählt, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten, oder du hast drei Möglichkeiten. Entweder du ärgerst dich und bestellst die Dienstags-Ermutigungs-Mails einfach ab und sagst, nee, das gucke ich mir nicht mehr an. Die nächste Möglichkeit ist, dass du dich einfach darüber freust und sagst, das ist ja mal eine witzige Idee. Schöne Bilder habe ich gesehen. Ich werde die anderen auch einfach nochmal dazu halten. So, guck. Ich sehe jetzt alle drei hier. Oder du schreibst mir, rufst mich an, triffst mich, lädst mich auf einen Kaffee oder ein Essen ein und wir reden zusammen über die Möglichkeit, die solche Bilder haben, an unser Unbewusstes heranzukommen. Ich bin sehr gespannt darauf. Das war einfach so eine spontane Idee von mir, die ich jetzt gehabt habe. Und grüße euch ganz herzlich und sage alles Liebe, euer Micky.